Ja, hallo und einen wunderschönen guten Abend. Tempspice ist mal wieder am Start. Heute mit der 12-Minuten-Challenge. Und zwar haben wir ein neues Bierchen am Start. Und das ist das Falkenfelsener Festbier. Und ja, das gibt es jetzt käuflich zu erwerben im Netto und kostet 52 Cent plus Pfand und hat, lasst mich nicht lügen, 5,6% Alcoholic Experienza. Und ja, ich habe das noch nie getrunken, deswegen probieren wir es einfach mal aus. Vielleicht kann mir der eine oder andere auch mal sagen, was Merzen heißt. Man hätte es jetzt googeln können, aber ja, ich hatte da jetzt keinen Bock, mich da großartig da zu informieren. So. Und das ist für euch eine gute Möglichkeit, auch mal wieder was in die Kommentare reinzuschreiben. So. Also Merzen, keine Ahnung. Ich glaube, es ist eine, so ein etwas kräftigeres Bier. Kann das sein? Irgendwie sowas in der Richtung. Ich weiß es aber wirklich nicht ganz genau. Dazu gibt es einfach ein Bratwürstchen, so nur, damit ich ein bisschen was drin habe, so und was zu essen habe, so. Und das Ganze wird dann mit diesem wundervollen, feingemahlenen Senf der etwas schärferen Art verköstigt. Und ja, wir probieren das, wie gesagt, einfach mal aus. Ich sage einfach mal 12 Minuten, sonst hätte ich gesagt 10. Aber ich weiß nicht, wie es schmeckt und deswegen hauen wir einfach mal 2 Minuten länger drauf und wir gucken einfach mal, ob es mundet oder nicht. 5,6 ist natürlich schon ja, etwas stärkeres Bier, würde ich einfach mal sagen, aber wir probieren das, wie gesagt, einfach mal aus. Oktoberfest, das Hofbräu ist natürlich da mein Favorit, aber wir gucken einfach mal, wie das hier ist. So, dazu gibt es ein bisschen was Musik und zwar habe ich BEC DJ Set. Die gute Frau, entweder heißt sie Beck oder BEC, keine Ahnung, wie man es dann halt ausspricht, in The Tunnel. Und das Ganze ist in, oder kommt von Studio Brüssel. Und da werden wir einfach mal ein bisschen was reinhören. Und ich würde sagen, wir legen auch einfach mal direkt los. Meine Uhr ist am Start. Und ja, wir gucken einfach mal, ob wir es hinbekommen und ob das Bier schmeckt oder nicht. Ich werde euch dann jetzt gleich zeigen, erstmal, ob es gut läuft oder nicht. Ist auf jeden Fall gut kalt. Also, lass uns loslegen. Thank you.
Ja, 14 Minuten und ein paar gequetschte Sekunden für das Falkenfelsener Festbier Märzen. Ja, mit 5,6% Alcoholic Experience, gute, also gut viel Kohlensäure drin auf jeden Fall. So, das Näschen läuft. Und ja, die Bratwurst mit dem Senf war auf jeden Fall in Ordnung. Was nicht in Ordnung war, ist, dass ich 2 Minuten länger gebraucht hatte, wie geplant eigentlich jetzt, ne? Oder sagen wir, die 1 Minute und ein paar gequetschte, um es in der 12-Minuten-Marke noch zu schaffen. Das Problem ist, dass das Bier zwar trinkbar ist, allerdings hat das, ja, wie soll ich sagen, einen etwas komischeren Nachgeschmack. Man kann es zwar trinken, es ist auch nicht so dramatisch, nur dass man es, also dass ich es voll schnell trinken kann, ist auf jeden Fall jetzt nicht möglich gewesen. Da ich erstens das Bier, wie gesagt, noch nie gesoffen habe. Und zweitens, da es mir auch nicht hundertprozentig jetzt gut geschmeckt hat. Ich gebe dem Bier trotzdem eine 3-, also befriedigend, bisschen weniger befriedigend eben halt, weil das so einen ganz, ja, etwas komischeren Nachgeschmack hatte, so. Es wäre es vielleicht ein bisschen was süßlicher, so wie dieses Hofbräu ist ja süßlicher, so, hat ja auch mehr Power und so alles, so, dann läuft das vielleicht ein bisschen was besser, aber es ist jetzt kein schlechtes Bier, ist auch nicht das beste Bier. Für 50 Cent kann man nun wirklich eigentlich nicht meckern. Man kann es auf jeden Fall trinken. Ab und zu mal ist es absolut in Ordnung. Die Bratwurst war lecker. Das ist ja die weiße Wurst, da die Thüringer. Steht zumindest drauf. Ich kenne die Thüringer natürlich eher anders. Schön lang, auch auf dem Grill so, und dann schön im Brötchen. Etwas dünner, die ist ja ein bisschen was dicker. Aber das kann man essen. Und ja, jetzt rauchen wir nochmal eben ganz kurz zu Ende. Und dann sind wir auch fertig. Haben zwar verloren, aber an Erfahrungspunkten gesammelt, wenigstens. Mein Bier hatten ja heute sowieso nicht da im Netto. Ist irgendwie halbwegs ausverkauft gewesen, der Laden. Also ich weiß echt nicht, was da los ist. So. Ich habe weder da Eistee bekommen, noch habe ich da irgendwelche Aufbackbrötchen bekommen. So, ich glaube, die halbe Wursttheke, so, wo man Aufschnitt bekommt und so, war leer. Also irgendwie war da alles leer, so, das Bier war leer, gab da weder Schlosspilz noch noch mein Grabensteiner, deswegen habe ich ja darauf zurückgegriffen. Aber gut, die haben gesagt, da kommt irgendwann eine Lieferung hin, ist ja auch scheißegal, aber hat mich schon wieder ein bisschen was geärgert, so eigentlich, weil das ist ja nicht zum ersten Mal gewesen, dass man dahin rennt und es ist nichts da, ne? Aber gut, man muss halt damit klarkommen, was die haben. Und dann geht das schon. So, wir hören noch kurz eine Minute rein. 25 Minuten haben wir dann voll. Ich verabschiede mich schon mal. Vielen Dank fürs Einschalten auf jeden Fall. Sam Spicy Experience. Lasst mir einen Daumen da, falls es euch gefallen haben sollte. Da müsst ihr keine Folge von Sam Spicy zu verpassen. Und schreibt was dazu. Wie gesagt, Märzen sagt mir jetzt wirklich nicht so viel. Ist das vielleicht eine Art wie die Braun? Oder ist das die Art und Weise, wie das Bier dann heißt auch, oder wie, oder was? Ich habe keine Ahnung, könnt ihr mal was zu schreiben? Ich bin dann erstmal wieder raus, bedanke mich, passt schön auf euch auf, bis zum nächsten Mal.